Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Tag bei unserer Firma. Was geht? Es geht weiter und es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, es ist nicht der letzte Tag für die Woche, sondern wir haben noch zwei vor uns. Und die schlechte Nachricht ist, der Anhänger wurde, den wir eigentlich abholen wollten, wurde nicht geliefert. Und ihr seht hier, was ich da habe. Ich kann jetzt die Türen aufmachen von diesem LKW. Ist das nicht geil? Ist geil, ne? Naja, der Fehler, also die Tür, dass die nicht aufging, das wurde jetzt repariert, jetzt geht's halt auf. Ne? Nee, wir holen jetzt nur unseren Radlader von der Baustelle und den Kies. Dann ist nämlich die Baustelle abgehakt, da kriegen wir dann demnächst das Geld dafür. Und dann fahren wir heute schon auf die Großbaustelle, weil wir den Anhänger nicht abholen können. So, machen wir wieder das Fenster auf beiden Seiten auf. Das ist eh 35 Grad gefühlt. So, wir laden jetzt in, und dann. Jo. Das ist so der Plan. Wir bleiben auch hier gleich auf der Straße einfach stehen. Wir machen hier mal eine Straße auf diesem Weg. Warnblinker. Kann man auch. Warte. Warnblinker rein und Umleuchte rein. Und dann laden wir hier mal ganz geschmeidig kurz auf. Das ist ja nicht mehr viel Kies, was übrig ist. Aber ja, guck mal. Eine Schaufel. Das ist nix. Das hätten wir ja gestern auch aufs Auto schmeißen können, aber dann hätten wir das noch abladen müssen. Und jetzt hauen wir es halt jetzt schnell auf den LKW. Jo, Plan ist jetzt, da wir doch den ganzen Tag auf der Großbaustelle sind, ich dachte, dass wir halt eben den Anhänger noch holen und so, fahren wir den Radlader zum Hof, den fahren wir nicht auf die Großbaustelle, weil wir kriegen den ja gar nicht bezahlt, ist mir eingefallen. Oder ist mir wieder eingefallen. Und deswegen haben wir gedacht, nee, bevor wir den jetzt dann dahin fahren, wieder abholen, auf Zack, Zack, lohnt sich gar nicht. Wir lassen den auch wahrscheinlich auf dem Tief, oder nee, wir tun ihn vom Tief dann runter. Ich weiß ja nicht, wann wir den wieder brauchen. Wer weiß, ob wir den auf der nächsten Baustelle überhaupt brauchen. Das war jetzt hier eine reine Radladerbaustelle, aber ich weiß ja nicht, ob die nächste auch wieder eine wird. Ja, morgen ist dann aber der stressige oder stressige Tag, der Tag, wo wir wahrscheinlich nicht den ganzen Tag auf der Großbaustelle sind, weil morgen folgendes: Der neue Anhänger kommt morgen ganz sicher. Das ist schon safe, hat er mir gesagt. Morgen ist er da. Und er hat morgen einen Hakenlift MAN da, den großen, für die großen Container, den wir uns anschauen dürfen, den wir sogar testen dürfen. Das heißt, er hat auch Container da, ich glaube zwei oder drei verschiedene. Da dürfen wir die Container testen, wir dürfen den Hakenlift-LKW testen und dann können wir entscheiden, ob wir den halt kaufen oder nicht. Also er hat den dann da für ein paar Wochen. Und dann, wenn wir den, dann hat er gemeint, wenn wir den, wenn wir sagen, jo, wir kaufen den und es halt möglichst schnell innerhalb von diesen 3 Tagen, dann wird das Ganze auch günstiger für alle Beteiligten. Und wir haben einen Hakenlift mit einer von diesen 3 Mulden, die es dann dazu gibt, kostenlos. Das ist einmal was, eine von diesen 3 Mulden. Jede weitere Mulde kostet halt dann ganz normal, den normalen Preis. Und dann schauen wir mal, was es dann uns bringen wird, mehr oder weniger. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf morgen, also neue Anhänger und
vielleicht neuer LKW. Das Ding ist aber, der ist neu, also neuer LKW. Und der kostet, selbst wenn wir den gleich kaufen, hat er gemeint, kostet der uns mindestens, wenn nicht mehr, aber der Preis ist noch nicht ganz fest, aber er kostet uns mindestens 300.000, hat er gemeint. Und wenn ihr uns, wenn der also ist neu und wir kriegen eine Mulde dazu, wenn wir den uns so normal kaufen würden, ohne dieses Schnellangebot oder wie auch immer, sind wir locker 500.000 los. Also wir sparen 200.000 für einen neuen MAN-Haken-Lift-LKW. Welche Farbe weiß ich nicht, aber die können wir ja umlackieren lassen wahrscheinlich. Mulde auch, genauso. Also neuer Hakenlift-LKW von MAN. Was jetzt da alles drin ist, weiß ich nicht, was für Leistung und so. Aber ist ja auch egal. Plus eine kostenlose, in Anführungszeichen, Mulde. Ich denke, dass die schon mit reingerechnet ist. Und das für ganze 300.000. Guck mal auf den Kontostand. Wir kriegen ein bisschen Cash jetzt bald für die Baustelle da unten. Wir bekommen ein bisschen was für die hier. Jetzt je nachdem, wie viel wir da schaffen. Und ich weiß gar nicht, ob die anderen was geschafft haben. Aber sieht nicht danach aus, als hätten die anderen großartig was geschafft. Es steht alles noch so da wie in der letzten Woche. Naja. Wenn es so ist, dann ist es so. Aber ja gut. So. Dann gehen wir mal wieder in unseren Hitachi-Bagger. Hitachi. Und baggern erstmal weiter ganz normal. Aber natürlich laden wir direkt auf unseren LKW und fahren dann wahrscheinlich auch direkt wieder ab, weil wir kriegen ja richtig Geld auch dafür, fürs Abladen und alles mögliche. Das ist ja voll jetzt unsere Goldgrube sozusagen. Desto mehr wir hier rausholen von diesem Dreck, desto mehr Geld kriegen wir am Ende. Also nicht nur rausholen, halt auch abtransportieren. Also er zahlt uns nach Gefahr, also wir kriegen ein bisschen Geld für das, was wir rausbaggern. Aber das große Geld kommt dann fürs Wegfahren. Das ist so die kleine Sache hier. Dass wir hier den Scheiß halt auch wegfahren müssen. Aber ich meine, das große Geld kommt fürs Wegfahren. Deswegen fahren wir das jetzt auch erstmal dann direkt weg, wenn voll ist, bevor wir weiter rausbaggern. Deswegen habe ich auch überlegt, ob wir unseren Radlader, aber unser Radlader ist halt extrem klein. Da kriegen wir ja kaum was weggeschafft. Und deswegen laden wir es halt eben mit dem Bagger schnell auf. Das ist ja gleich erledigt. Ist ja eh schon voll unser LKW. Das fahren wir jetzt auch gleich weg. Die Fahrtstrecken sind nicht allzu lang. Wir, was einzige, was wir jetzt mal machen, wir positionieren uns mal oben. Dann kratzen wir nämlich jetzt das dann später hier ein bisschen zusammen. So, können wir ausmachen. Wir fahren gleich los zum unserem Erdmaster. Das mit dem, wo wir da zu den Bauern hinfahren, das hat sich erledigt, hat er gemeint, der Tiefbauer, das können wir lassen. Ist dann halt so, aber es soll mir egal sein. Wir fahren jetzt halt den Dreck alles hoch zu unserem Erdfreund. Und passt schon, ich hau mal das Navi an. Ja, die Strecke da hoch ist ein bisschen anders. Aber wenn wir so heute 2-3 Fahrten wegbekommen, das wäre schon nicht verkehrt auf jeden Fall. Da hätten wir auf jeden Fall ein bisschen Geld in der Tasche. Aber wenn nicht, ist auch wurscht. Ich meine, solange wir die Erde da bewegt bekommen, von Außenloch, Nebensloch und vom Nebensloch auf LKW, verdienen wir da Geld mit dem Auftrag.
Und deswegen machen wir das dann auch. Wir kippen müssen das ja hier alles nur da auf den seinen Hof kippen. Der siebt das ja, glaube ich, eh nochmal durch, oder? Ich weiß gar nicht. Ich denke schon, dass es siebt, weil das ist ja Baugruben-Dreck. Da ist ja alles drin. Sieht zwar nicht danach aus, aber... Ich habe auch überlegt, ob man es einfach zu uns fahren. Ein, zwei Touren. Dann passt es dann auch schon. Wenn wir das zu uns fahren, Navi können wir es ausmachen. Jetzt wissen wir ja ungefähr wohin. So, welche Seite geht jetzt auf bei unserem LKW? Ich glaube die Seite. Ja. So, dann ziehen wir zurück. Zurück zur Baustelle und laden auf jeden Fall noch eine Tour auf. Eine machen wir heute noch. Minimum. Vielleicht zum Feierabend noch eine. Das müssen wir schon machen. Sonst ist das wegen Kacke. Aber naja. Ich hab den übrigens auch gefragt, ob da noch eine andere Maschine kommt, aber eher nein, weil diese... Der Grund, warum sie verhindert sind, ist eine andere Baustelle, die dringend fertig werden muss. Und dann haben sie eigentlich alle Maschinen jetzt, die sie da gebrauchen können, auf diese Baustelle abgezogen. Außer den ihren, mit Anführungszeichen, kleinen Bagger. Den haben sie da gelassen, weil sie gesehen haben, dass es hier eine Firma gibt und haben gefragt, jo, macht ihr das? Ja, mach mal. Dann haben sie halt uns den Bagger da gelassen. Weil ansonsten wäre das ja preislich in den unnormalen Höhe gestiegen, wenn wir da unseren eigenen Bagger abfahren. Das ist ja sowieso kostet, aber kannst du nichts machen. Ne? Kannst du einfach nichts machen. So, aber mal gucken, ob die vielleicht sogar irgendwie noch hier kommen oder hier irgendwas schaffen. Ich weiß ja nicht, ob die darauf warten, die Leute hier vom Hochbau, denen hier der Kran gehört, ob die hier einen Kran gestellt haben und wieder gegangen sind. Aber bis jetzt hat sich da noch gar nichts getan, ne? Also geändert sich nichts. Der Kran steht auch genauso da wie vor einer Woche. Aber naja, mir soll es egal sein. Es kam auch keine Beschwerde ein, dass unser Dreck hier im Weg liegt, aber ich glaube auch nicht, dass es unser Dreck ist, der jetzt hier das Problem darstellt. Es wäre schon echt nice, wenn wir morgen, auch wenn wir den LKW testen, trotzdem noch ein bisschen Zeit haben, hier weiter zu baggern, dass wir zumindest... Oh mein Gott, vielleicht dürfen wir ja eine Tour fahren hier mit dem neuen LKW und einer Mulde. Dass wir sagen, wir fahren hierher, baggern wir mal voll, laden wir mal aus und sagen, jo, kaufen wir nicht. Ich weiß ja nicht, wie groß die Mulden sind von dem Ding. Habe ich keine Ahnung. Ich weiß nichts. Ich weiß nur, es ist ein MAN. Das weiß ich. Und 3 Mulden. 3 verschiedene. Das ist das, was ich weiß. Und mehr weiß ich auch noch nicht. Aber das sehen wir ja morgen. Das heißt, wir haben jetzt eh noch wenig Zeit. Ups, den haben wir jetzt ein bisschen feinsäubig runtergedrückt. Das sehen wir ja morgen, was das dann da wird. Ja, und auf den neuen Anhänger freue ich mich auch. Da können wir dann nämlich so kleine Mengen Material mit dem Auto transportieren. Das wird auch noch mal schön. So, schon wieder voll. Schon wieder Abfahrt. So, wir fahren jetzt hier, positionieren wir trotzdem noch mal um. Und zwar fahren wir jetzt wo dahin, dann kratzen wir das nämlich noch zusammen und dann baggern wir von da. Ups.
Na gut. Ablassen ging noch. Und dann fahren wir die zweite Tour für heute. Das ist dann die dritte insgesamt. Und wir schauen, dass wir heute noch eine dritte Tour gefahren bekommen. Weil dann hätten wir heute gut was weggeschafft. Ist auf jeden Fall echt nicht verkehrt, so. Ich bin auch im Überlegen, na, jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, dass wir uns morgen eventuell oder im Laufe der nächsten paar Tage auf jeden Fall diese Woche noch einen entscheidenden neuen LKW zu kaufen, ob wir den nicht sogar wieder weggeben. Ich meine, der hat kaum Arbeitsstunden noch drauf. Ob den haben, also ob er den in Zahlung nimmt und dass wir den sogar günstiger bekommen, den anderen LKW dann dadurch, dass wir den vielleicht sogar in mehr oder weniger tauschen, also komplett tauschen natürlich nicht, aber dass wir anstatt 300.000 nur 200 zahlen müssen. Weil ich denke schon, dass der noch ein bisschen was wert ist. Ich meine, wir haben den für 150, glaube ich, damals gekauft und sind jetzt bei fast keine Arbeitsstunde. Und optimaler Zustand und sogar neue lackiert ist er auch. Ich denke, dass du einen orangen, dass du einen orangen LKW eher wieder losbekommst als einen blauen. So, aber da haben wir gut schon was an Erde hier weggefrachtet. Es wird knapp mit noch einer Tour. Von der Zeit wahrscheinlich bis Feierabend. Wenn wir sagen, wir machen sie noch einmal voll. Nehmen das aber mit zum Hof und fahren das morgen früh schnell hoch, bevor wir runter zum Händler fahren. Das können wir eigentlich machen. Dann machen wir trotzdem noch eine voll. Nehmen die aber mit zum Hof und fahren die dann morgen früh weg, dass wir da was schaffen. Das heißt, morgen früh fahren wir eine weg, dann fahren wir wieder zum Hof, dann fahren wir mit dem Auto runter zum Händler, holen den Anhänger und schauen uns den LKW an. Wenn wir Glück haben, dürfen wir den LKW hier mal mit zur Baustelle nehmen, machen da eine Ladung voll und fahren die auch weg, als Test sozusagen. Und dann ja, und dann schauen wir mal. Da machen wir das jetzt hier noch gut voll. Ganz bequem. Ziehen hier noch ein bisschen den Dreck zusammen. Da hinten auch. Und dann schauen wir, dass wir vielleicht den Ding noch beladen kriegen. Dann beladen wir noch den Anhänger. Und dann so, perfekt. Fahren wir vor. Optimal, wie ausgemessen haben wir das alles mitbekommen. Zack, machen wir hier die Schaufel nochmal schön voll. Unwichtig. So, nehmen wir das am Rand gleich mit und das hier noch alles mit.
Dann haben wir halt echt gut was weggeschafft. Naja, dann müssen wir nur noch einiges aus dem Loch rausholen. Dass wir vielleicht... wenn wir morgen nochmal eine Tour wegfahren, eventuell. Also zusätzlich zu der, die wir jetzt hier gerade beladen, die wir auch erst morgen wegfahren. Aber... Also eine mit diesen Test-LKW sozusagen, eine wegfahren können. Dann... dann ist hier oben alles sauber wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie viel da in die Mulde reingeht. Aber... So, wir fahren jetzt wieder, direkt Richtung Hof. Und... Ja, je nachdem, wie viel da in diese Mulde reingeht, kriegen wir es oben gar leer oder sauber. Und dann schauen wir, dass wir vielleicht am Sonntag nur rausbaggern, nichts wegfahren. Damit wir die Woche, dann sind ja die Woche drauf, sind wir dann eh weg. Dann. Ja, passt auf, dann machen wir so, dann fahren wir morgen so viel wie geht noch weg, wenn wir Zeit haben. Und dann am Sonntag baggern wir nur raus aus dem Loch, damit wir da noch ein Geld scheffeln, dass das Loch so leer wie möglich ist. Und dann sehen wir schon, was wir da schaffen dann am Ende. Das heißt, wir machen erst hier auf, fahren den komplett rein, lassen den auch zusammengehängt und alles. Und dann machen wir morgen früh als erstes einmal eine Entleerung. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut auf jeden Fall raus. Tschüss.